Der Kinda Funny Games Podcast hatte mit Todd Howard gerade einen sehr speziellen Gast, der ein bisschen über Starfield aus dem Nähkästchen geplaudert hat und Community-Fragen, also eure brennendsten Fragen rund um Starfield, beantwortet hat. Also lasst uns doch direkt reinstarten und uns anschauen, was The Man himself über die vielen kleinen Details von Starfield zu sagen hat. Zuerst macht Todd klar, dass Starfield eigentlich nur eine riesige Sandbox für euch, die Spieler, sein soll, in der ihr euch austoben könnt und einfach alles ausprobieren könnt, was euch gerade so in den Sinn kommt. Zum Beispiel könnt ihr euch auf die dunkle Seite schlagen und als Weltraumpirat andere Schiffe kapern, Handelsrouten auflauern und Fracht klauen oder als Schmuggler euer Dasein frönen. Wenn das also euer Ding ist, super, denn dafür gibt's sogar eine eigene Fraktion. You know, there are a lot of open world games now, but I think what really makes ours different is that all these quests are running. It's not like you start a mission and we shut everything down. You can be on dozens of these at once, and that creates, obviously, it creates a lot of chaos sometimes in our games. We're aware of that, but it also creates these magic moments that we just love and our players love, and I think that's what's really, really special about it. Dann spricht Todd ein bisschen über die Charaktererstellung und dass er denkt, dass sie einen super Mittelweg getroffen haben. Er sagt, es ist schwierig, die Spieler nicht gleich zu Beginn mit viel zu viel Informationen zu überwältigen und ihnen trotzdem aber genug Optionen zu bieten, um die Vergangenheit und die Hintergrundgeschichte des Charakters zu bestimmen, ohne genau zu wissen, worauf sie sich im weiteren Verlauf des Spiels einlassen. Denn genau diese Erstauswahl an Hintergrundgeschichte und Fertigkeiten bestimmt, wie ihr mit einigen Situationen im Spiel umgehen werdet und welche Möglichkeiten euch offenstehen, wenn ihr zum Beispiel mit NPCs in den Dialog tretet. Den Spieler nicht direkt zu überfordern, ihm aber trotzdem genug Möglichkeiten zu geben, sein ganz eigenes und einzigartiges Abenteuer erleben zu können, ist eine schwierige Balance. Aber genau diese Gespräche, die dann zwischen zwei Spielern, die eigentlich das gleiche Spiel gespielt haben, aber ganz unterschiedliche Erlebnisse dabei hatten, liebt Todd Howard. Aber der Kinda Funny Games Podcast hat natürlich die wirklich brisanten Fragen gestellt und als nächstes eben eine, bei der ich mir sicher bin, dass viele von euch diese Aktivität in praktisch jedem RPG sehen wollen. Wird es denn möglich sein, in Starfield zu angeln? So I put it to you, Todd. Fishing or no fishing? Well, it depends on your definition of fishing. So, is it collecting fish, killing fish, or is it specific to having Is there some kind of rod that I can put into a lake and pull out an alien fish and then sell it or cook it or something? That is one thing we do not have. Okay. Expansion, okay. Though. Wie wir seit der Starfield Direct wissen, gibt es über 1000 Planeten in Starfield, die aber größtenteils prozedural generiert werden. Auf diesen Planeten gibt es dann einzelne Locations, die per Hand gemacht wurden, einfach weil sie ganz spezielle Orte sind, wie zum Beispiel Städte auf dem Planeten oder bestimmte Quest-Locations. Aber der Großteil des Planeten um diese spezifischen Locations herum ist eben prozedural generiert. Und Todd erklärt weiter, und das fand ich persönlich sehr interessant, dass ungefähr auf nur 10% der Planeten tatsächlich Leben existiert. Das heißt, der Großteil der über 1000 Planeten ist karg und unwirtlich. Natürlich bedeutet das nicht, dass diese Planeten für euch nicht interessant sind, denn ihr könnt dort auf jeden Fall brauchbare Ressourcen finden und daher lohnt sich die Reise auf jeden Fall. Außerdem sagt Todd, findet er persönlich diese Einsamkeit und Verlassenheit auf dem Planeten immer wieder überwältigend und auf seine ganz eigene Art und Weise schön. Es gibt einem auch ein gutes Gefühl davon, wie groß oder beziehungsweise wie klein man eigentlich tatsächlich ist im Vergleich zum Universum. The magnificent desolation. I think there's a certain beauty to landing on those and feeling I'm one of the only people or the only person to ever visit this planet. So it's a difficult design thing. If you add too many things, if it's generating too many abandoned bases or towers or things to find, it starts feeling too gamey in some of those locations. We hope everybody, you know, enjoys it for what it is, but it is an exploration different than we've had, where you're landing, you're exploring around that landing spot, and then you're probably going somewhere else. Planeten sind auch nicht nur auf ein Biom beschränkt. Euch können dort ganz unterschiedliche Herausforderungen erwarten und ihr werdet mit wechselnden Wetterverhältnissen zu kämpfen haben. Euren Anzug und die Schutzfunktionen müsst ihr natürlich auf die gegebenen Umwelteinflüsse anpassen.
Natürlich gibt es Planeten, die zum Beispiel nur ein Biom beherbergen, da Planeten oder Monde in Starfield auch unterschiedlich groß sind. Aber es gibt eben auch Planeten, auf denen ihr ganz viele unterschiedliche Biome antreffen könnt und diese beherbergen ihr ganz eigenes Set aus Flora und Fauna. Ein Planeten vollständig zu scannen scheint auch sehr lukrativ zu sein, denn die Daten, die ihr aus den Scans herauszieht, wenn ihr Pflanzen, Tiere oder die Materialbeschaffenheit des Planeten scannt, könnt ihr dann teuer verkaufen für einen Haufen Credits. Und das finde ich ziemlich cool. Ihr scannt also nicht nur für euch selbst und eure eigenen Bedürfnisse oder eure Suche nach Rohstoffen, sondern wenn ein Planet eigentlich nicht wirklich interessant ist für euch, ist der Scan trotzdem nicht umsonst gewesen, denn er bringt euch einen Haufen Kohle ein. Lebewesen auf dem Planeten werden auch miteinander interagieren, also ihr könnt zum Beispiel auf einem Planeten landen und dann beobachten, wie Raubtiere ihrer Beute nachstellen. Haltet ihr dabei nicht genug Abstand, kann das Ganze auch für euch ziemlich gefährlich werden, wenn ihr auf einmal zur Beute werdet. We've actually had a problem at times with the predator creatures going and killing all of the more peaceful creatures you're coming across. Ja. Why are they all dead? And then you realize there's something dangerous in the area. Als nächstes erklärt Todd, dass es keine Transportmöglichkeiten gibt, um Planeten zum Beispiel mit einem Rover zu erkunden. Wenn ihr Planeten also erkundet, wird das Ganze exklusiv zu Fuß stattfinden oder dann mit dem Booster Pack, für das es auch ganz spezielle Perks gibt, die euch bei der Erkundung ein wenig unterstützen sollen. You have skills for the boost pack. So the boost pack almost acts like this vehicle. It's super fun where you can fly through. And then the low gravity planets are just really, really something special in the game. Ich glaube, die nächste Frage über eure Begleiter, die Todd beantwortet, ist eine sehr wichtige für viele von euch. Denn Todd stellt klar, dass ihr das gesamte Spiel ohne die Unterstützung irgendwelcher NPCs oder Roboter durchspielen könnt. Seid ihr also der einsame Wolf-Typ, könnt ihr das im Spiel vollends ausleben. Es gibt sogar ganz spezielle Perks, die euch dabei unterstützen sollen, wenn ihr euch dazu entscheidet, das gesamte Spiel solo, also ohne jegliche KI-Kumpels zu spielen. Und in typischer RPG-Manier kann es natürlich auch passieren, dass sich Companions, die euch eigentlich mögen, von euch abwenden, je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft oder welche Dialogoptionen ihr wählt. Auch hat Todd erklärt, dass die vier Haupt-Constellation-Charaktere die einzigen sind, mit denen ihr romantisch interagieren könnt. Für diese existieren volle Partnerschafts-Questlines. Das nächste Thema ist ein sehr interessantes, denn jetzt dreht sich alles um Schiffe stehlen, upgraden und bauen. Todd erklärt dazu, dass Schiffe bauen und upgraden eigentlich eine ziemliche Late-Game-Aktivität ist. Klar, ihr könnt natürlich schon ganz zu Beginn bestimmte Upgrades machen, wie zum Beispiel neue Blaster kaufen oder einen neuen Warp Drive installieren, um weitere Strecken springen zu können oder weitere diverse kleine Verbesserungen vornehmen. Wenn ihr dann aber eure eigene Flotte bauen wollt und Schiffe wirklich von Grund auf aufbauen und ausarbeiten wollt, dann wird das Ganze sehr teuer und ressourcenlastig und daher ist es eigentlich mehr eine Endgame-Aktivität. Genau dasselbe gilt übrigens auch für gekaperte Schiffe. Klar, ihr könnt diese ohne Probleme fliegen, aber wenn ihr sie behalten oder modifizieren wollt, müsst ihr sie erst registrieren und das kostet euch einiges an Credits. And that's for us to keep it from the economy kind of spiraling in those ways. You can fly it around, but if you want to mess with it, you register it and then you go through that whole loop of upgrading it. I will say that that's a very deep system. And one that we expect for late game. It's not like you start the game and then you're going to get right into shipbuilding. It costs a lot of credits. It is, in a good way, a very complicated system. And one that, it was more of a longer term thing in the game. Dasselbe gilt übrigens für Außenposten. Klar, ihr könnt auf jedem Planeten, auf dem ihr landet, einen Außenposten erstellen und eine Basis bauen, aber das Ganze wird ziemlich teuer werden. Nicht nur die Credits, sondern auch die ganzen Ressourcen, die ihr dafür benötigt, wollen erstmal erspielt werden. Wenn ihr es geschickt anstellt, fördern diese Außenposten aber auch wieder Ressourcen für euch. Das heißt, ihr könnt langfristig gesehen euren Reichtum vergrößern. Das Coole ist, ihr könnt sogar Handelsrouten zwischen zwei Außenposten auf unterschiedlichen Planeten einrichten, um so Fracht von einem auf den anderen Planeten zu schicken. Sehr, sehr geil. So you can land on a planet and start building, but you're going to need to really go crazy
You're going to need to develop your character skills. You're going to have to collect those resources. But there is a ton there, and you can even actually somewhat connect them between planets, shuttling cargo between them. So it's a really, really cool system. But, you know, I will say, again, like shipbuilding, one that has a lot of depth. It's not really meant as like an early player kind of system. It's meant to be one that you're going to play over a long period of time. Well, that brings me to just a quick follow-up on that. So potentially, can Outposts be an economy generator for you as well? Yes, they can. Absolutely. Fantastic. Eine weitere Meldung, die mich persönlich auch sehr begeistert hat, ist, dass Todd und das Team nicht nur für Mods offen sind, sondern Modder auch aktiv unterstützen wollen. Und ich kann es nicht erwarten zu sehen, womit die Modding-Community bei Starfield alles um die Ecke kommt. Yeah, I think Starfield is going to be kind of a modder's paradise. It's part of our DNA here. We've been doing it for over 20 years. And our community around that, because look, we've usually been classically single player. That has been our community, and people are still modding our games and playing them. Und das war's mit den Infos aus dem Interview, und ich glaube, da war einiges wirklich Cooles und Interessantes dabei. Und ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch so aus dem Hause Starfield zu hören bekommen. Und ich freue mich extrem auf den Release. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet. Und wenn ihr Bock auf mehr Content rund um Starfield habt, bleibt auch mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Von meiner Seite aus war es das für das Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.